Was geht, meine Homies? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir sind heute im Wochenende von Unlimited und da gilt es, aus 7 Spielen 4 Siege zu holen. Ich habe euch die ersten 3 Games in diesem Video mal zusammengeschnitten und wir gucken mal, was wir reißen können. Mein Team sieht folgendermaßen aus: Derek Fisher, Bane, Odom, Ori, Ruby Embiid, Steph Curry, Kobe Bryant, Dan Rice, Giannis Antetokounmpo, Markkanen, Ainge, West und Porzingis. Was wir mit dem Team reißen können, sehen wir. Der erste Gegner hat schon den Amethyst Lillard und Ruby Giannis. Es ist ein Team, was ganz gut ist, aber im Shooting beschränkt ist. Und das werde ich erstmal versuchen, in der Defense so ein bisschen herauszufordern. Die erste Aktion gehört uns. Derek Fisher im Pick and Fade mit Robert Ori wunderbar gemacht. Wir führen mit 2:0. Danach mit Desmond Bane. Auch eine richtig schöne Karte für 50er Collection. Die Reward, aber Joel Embiid hier mit der Offense und mit der Defense in diesen Aktionen wunderbar die Karte zum Einlocken von den 76ers, macht es hinten, macht es vorne, ganz egal, Joel Embiid ist ein Monster und hier ist er wieder im Post, dieses Spiel gehörte Joel Hans Embiid, er macht die Punkte, ist hier wieder in Aktion, der Gegner foult und beim Stand von 10:1 ist das erste Game schon beendet. 1:0 für uns nach diesem Game. Es geht weiter im zweiten Game. Das ist Berlin Dean. Das ist wohl ein Deutscher. Er hat ein Ruby Front Backcourt und Frontcourt, ich verwechsel das immer, ist so ein bisschen ja, blau gefärbt mit Dennis Rodman. Auch hier wieder kein Shooting. Er steht 2:2. Hat also schon ein bisschen mehr Erfahrung in diesem Unlimited-Modus als ich. Zudem ich sagen muss, man hat es jetzt noch nicht gesehen, aber die Gegnerdichte von starken Gegnern, die ist bisher sehr stark. Schöner Stepback hier von ihm bei dieser Aktion. Wir erwischen keinen guten Start, denn er führt direkt mit 4:0. Schöner Alley-oop hier. Ich habe noch nicht sowas machen können. Wirklich nicht schlecht. Pick and Fade zwischen Derek Fisher und Joel Embiid mit dem Dreier. Schöne Animation hier, wo man einfach nur den Wurf genießen kann. 4:3. In der Zwischenzeit hat der Gegner gescored. Desmond Bane kann wieder rankommen auf 6:5. In der Defense haben wir hier gute Arbeit geleistet und Lamar Odom mit dem Dunk hier in der Offensive bringt uns in Führung. Wir führen mit 7:9 und dann macht der Gegner das hier mit seinem Jefferson. Der Typ hat einen mega langsamen Release, aber aus der Bewegung scheint der wet zu sein. Wir antworten mit einem Dreier auf unserer Seite. Es steht 13:17 am Ende des ersten Viertels. Wir haben noch 36 Sekunden Zeit und wieder. Das war sein Move. Er hat es gemacht ohne Ende. Hat zum zweiten Mal geklappt. Hat zum dritten Mal geklappt, hier mit Kobe Bryant, dem Saphir. Er hat es auch mit Karen Butler gemacht. Wieder ein Stepback-Dreier zum Buzzerbeater. 22:18 für ihn zum Ende des ersten Viertels. Hier Steph Curry mit dem schönen Stepback. Eine Aktion, die ich mit ihm sehr gerne mache. Steph Curry generell eine Karte, die ich sehr gerne spiele. Ist zwar nur ein Saphir, aber ist wirklich eine gute Karte. Und wieder Joel Embiid mit dem Dreier. Der trifft ihn wirklich zuverlässig, wenn man dem seinen Release drauf hat. Ich hoffe, ihr habt euch das Video zum Werfen angeguckt. Das klappt ziemlich gut. Kobe Bryant hier mit dem Ball, wieder sowas wie ein Pick and Fade. Lauri Markkanen kann nicht verwandeln. Wir kriegen den Dreier, zweite Chance und der ist Splash drin. Es steht 23:26. Wir haben uns die Führung wiederholen können, als Kobe Bryant zum Korb zieht und hier das Ding komplett eskalieren lässt. Wir sind weiter in Führung mit 30:28. Schöne Defense hier an dieser Stelle von unserem Team und wir kontern mit Desmond Bane im Fastbreak. Das sind immer ganz schwierige Situationen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr da macht. Ich habe mich für den Stepback entschieden. Derek Fisher hier, mit dem seinen Wurf habe ich super große Probleme. Lieber mit Robert Ori das Pick and Fade. Und hier zur Halbzeit der nicht erfolgreiche Dreier. Steht 39:32 für uns. Das war eine gute erste Halbzeit nach anfänglichen Schwierigkeiten. Der Gegner wird aber noch zurückkommen. Glaubt mir, es steht 41:47. Wir haben eben Desmond Bane mit dem Block gesehen. Inside Play mit Robert Parrish. Da habe ich Probleme beim Verteidigen. Das werdet ihr noch in anderen Games merken. Hier ein And-One von ihm, das ihn noch näher ranbringt zum 45:49. Er hat den Freiwurf, glaube ich, nicht reingemacht und danach gescored. 47:51. Wieder ein Pick and Fade. Die Fisher-Ori-Kombi, das Dynamic Duo, das funktioniert richtig gut. Ich habe nur ein Problem, dass ich mit Derek Fisher nicht kreieren und auch nicht so toll werfen kann. Und deswegen bringt sie mir nicht so viel. Mittlerweile spiele ich, glaube ich, nicht mehr mit der Kombi, zumindest nicht mehr so viel. Aber in diesem Ausschnitt habe ich es noch gemacht. Gegner wieder super lucky. Guckt euch diese Offensive-Rebounds an, diese Situation, wo er den Ball nicht verliert. Und jetzt haben wir mal eine längere Sequenz im Video drin. Hat jetzt hier mit seiner Nummer 4, das müsste Antoine Jameson sein, wieder einen Dreier aus der Bewegung, wieder einen Offensiv-Rebound und endlich haben wir mal den Ball. Im vierten Viertel bei 3
56 noch zu spielen und 6 Punkten Führung. Das ist eigentlich eine Situation, wo du so 8 bis 9 Punkte draus machen musst und dann geht es dir ziemlich gut. Und das machen wir hier mit Derek Fischer aus der Corner. Das war sehr, sehr wichtig. Dann haben wir noch 50 Sekunden übrig. Wir führen mit 8 Punkten. Jerry West kommt nochmal rein. Das ist ein Spieler, der eigentlich nicht schlecht ist, mit dem ich aber beim Wurf mega Probleme habe. Hat man hier an dieser Stelle nichts gemerkt. Das Game ist zu Ende. Wir gewinnen mit 11 Punkten Abstand am Ende. 53 zu 64. Und das sieht sehr, sehr komfortabel aus. Wir führen mit 2 zu 0 in diesem Unlimited-Modus, was ich rückblickend nicht glauben kann. Nachdem ich sein Team gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, ich brauche auch Caron Butler. Der hat ein Dynamic Duo mit Antoine Jameson. Caron Butler, kann ich euch sagen, ist ziemlich gut, auch ohne das Dynamic Duo. Antoine Jameson braucht man halt für das Duo. Der hat aber einen super langsamen Wurf. Habe ich sie mal mit reingenommen. Die waren nicht teuer. Nächster Gegner hat ein Money-Team. Das ist das dritte Game und das wird das letzte Game von diesem Video sein. Ihr seht, wir sind ungefähr bei der Halbzeit, aber das Game, das war besonders. Erste Aktion gehört dem Gegner. Nach dem Tip-Off hat er erstmal Einstellung gemacht. Und hier ist der Layup für ihn zum 2:0. Joel Embiid gegen DeAndre Ayton. Quatschaktion von mir. Ich weiß nicht, was ich da machen wollte. Auf jeden Fall hat Ayton irgendwie noch zusätzlich dafür gesorgt, dass der Stolperer von Embiid dazu gesorgt hat, dass wir den Ball nicht behalten haben. Ja, heißer Start. 1:6. Tatum, DeMars, Ayton. Ein super gutes Team. Ich weiß nicht, ob er schon reingebuttert hat oder ob er wirklich so viel verdient hat und sich die Spiele einfach geholt hat, aber ihr seht, auch in der Defensive war er gut. Ich komme nicht zu meinen freien Würfen. Ich habe auch noch nicht so dribblingmäßig herausgefunden, was ich machen kann, werde hier geblockt, bekomme den Ball nicht, obwohl der Ball irgendwie so vor meinen Füßen liegt und dann kommt wieder die nächste Aktion mit dem Dunk und dem And-One zum 10:3. Den Zusatzfreiwurf hat er nicht reingemacht, wir sind aber wieder in der Defense gegen Giannis Antetokounmpo, der macht einen Spin, wir doppeln und dann kommt die Andre Ayton mit dem tiefen Zweier zum 12:3 war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt und wir sind schon am Ende des ersten Viertels und da kommt er mit einem Buzzerbeater zum 22 zu, was ist das? 22 zu 12, 10 Punkte Rückstand nach dem ersten Viertel, das ist super bitter, das habe ich selten, aber das sind auch Situationen, mit denen musst du umgehen. Das Spiel wird noch enger, deswegen bleiben wir hier auf jeden Fall noch drin. Wir haben angefangen, bessere Defense zu spielen, hier am Beispiel Laurie Markkanen und dann schöner Fast Break Dunk mit Kobe Bryant. Wir sind wieder auf 6 Punkte rangekommen und gegen dieses Inside-Play hatte ich wirklich nichts zu melden. Da war Laurie Markkanen, da hat er Kristaps Porzingis mit dem Dreier gefunden und schon ist die Führung wieder auf 7 Punkte. Diesen Dreier trifft er nicht. Wir gehen in die Halbzeit mit 28 zu 35. Ja, 7 Punkte ist immer noch eine ganze Menge, aber im Basketball ist alles möglich. Hier schön mit Embiid die erste Aktion zum Korberfolg führend. Aber er lässt sich nicht bitten, wir können aber gut verteidigen. Giannis Antetokounmpo ist so eine Karte, der ist super mächtig, wenn du in der Zone erfolgreiche Aktionen mit ihm machen kannst. Aber du weißt als Gegner immer direkt, wie du ihn verteidigen kannst. Dreierlinie kannst du prinzipiell eher freilassen. Desmond Bane mit dem Cut, da habe ich riesen Probleme. Unter dem Korb kriege ich zwar noch lucky den Offensiv-Rebound mit Derek Fisher, aber wie ich schon angekündigt habe, nicht die beste Trefferquote. Und dann Joel Embiid, ihr habt es gesehen. Das hat 2K23-Vibes in so Games, wo du weißt, Alter, du sollst einfach nicht gewinnen. Wir sind wieder in der Defensive. Wir liegen 7 Punkte hinten, haben eben den Dunk nicht verwandelt und jetzt kommt der Gegner mit Giannis Antetokounmpo gegen Joel Embiid und macht den Korbleger rein. Das sind Aktionen, wo du ganz genau weißt, Alter, dieses Game, du musst dich richtig anstrengen, damit hier irgendetwas funktioniert. Wir haben das Fastbreak nach dem Rebound. Jerry West mit dem Bailout-Pass in die Corner. Ich kann nicht genau erkennen, wer es war. Auf jeden Fall machen wir den Dreier rein. 35 zu 39. Und wieder kein Treffer vom Gegner. Offensiv-Rebound gesnackt von Parrish und dann dieser Standing-Dunk, das tut richtig weh. Es könnte auch Ayton gewesen sein, man erkennt es hier nicht so gut. Ich nehme das Voice-Over im Nachhinein auf, das Bild ist ein bisschen klein. Wir liegen 7 Punkte weiterhin hinten. Das ist Lamar Odom mit dem schönen Post-Spin gegen Desmond Bane und da kommen wir gut durch, können wieder rankommen, kriegen ein bisschen Luft zum Atmen. Aber die Zeit wird eng, es sind nur noch 2:40 im letzten Viertel, spielen hier ein Pick-and-Roll mit Derek Fisher und Odom und können die weiteren 2 Punkte machen. Dann haben wir nur noch 3 Punkte Rückstand und er ist wieder inside, ist eigentlich schon in einer guten Position, macht den auch rein, hat wieder 3 Punkte Vorsprung, es waren zwischenzeitlich 5 nach dieser Aktion, aber hier vergibt er, ich dachte die Aktion kommt früher und dann fault er mich direkt, ist schon im Bonus und deswegen kriegen wir 2 Freiwürfe, der erste geht rein, wir sind auf 2 Punkte ran, wir können auf einen rankommen, aber ich vergebe den Freiwurf und jetzt kommt
eine Aktion, die dir das Genick brechen kann, wenn er ihn reinmacht. Giannis Antetokounmpo, Robert Horry in der Defense, keine Chance gegen das Tempo und gegen die Stärke und schon sind es wieder 4 Punkte Vorsprung. Ist immer noch alles machbar, ich nehme erstmal die Zeit, um mich zu sammeln und muss jetzt in einer Minute 4 Punkte Rückstand aufholen. Krieg hier einen richtig schönen Dreier aus der Corner und kann den nicht reinmachen. Das sind Aktionen, wo du einfach verkackt hast. Wenn du den in der Defense besser stoppst, wenn du da irgendwie einen anderen Spieler als Horry gegen Giannis hinstellen kannst, switchst oder was auch immer, besser zurückläufst, dann kannst du das vielleicht verteidigen und den Corner 3, den musst du machen. Und das, was wir jetzt gesehen haben, das war letztendlich der Dagger, könnte man meinen, aber ich habe ja noch Steph Curry, der nimmt den Wurf aus der Bewegung für 3 und wir sind immer noch mit 3 Punkten hinten. In 40 Sekunden ist das immer noch möglich und wir gucken mal, was passiert. Wir haben jetzt Kobe Bryant am Ball beim Gegner, kommt den Court hoch, versucht, ja, das Tempo langsam zu machen, damit ich nicht mehr so viel Zeit habe, um zu scoren. Er verlässt sich wahrscheinlich darauf, dass er die Punkte sowieso macht, was ich auch verstehen kann, weil der hat wirklich ein richtig gutes Scoring hingelegt und das ist Kobe Bryant mit dem Dunk über Embiid mit Bay nebendran. Kannst du nichts machen. Ich habe zumindest noch keinen Plan gefunden. Steph Curry mit dem Stepback hier, das war Verzweiflung. Nach dem, was jetzt passiert ist, musste man das machen. Ich faule ihn dann. Der Kollege ist noch nicht im Bonus und deswegen hat er Einwurf. Es ist aber immer noch spannend, denn hier kriege ich den Steal und jetzt ist folgendes, ich mache nicht den Dreier, sondern den Fastbreak Zweier und habe jetzt noch 4,7 Sekunden Zeit und noch 3 Punkte Rückstand. Das ist richtig wild. Krieg hier den Steal, muss einen Dreier treffen, krieg den Pass irgendwie nicht, weil Odom sich verdribbelt und dann kriege ich keinen guten Schuss hin und Curry kann den Corner 3 nicht reinmachen. Am Ende verliere ich mit 3 Punkten. Super unglücklich, aber ich glaube, in dem Game auch wirklich verdient. Ja, und so sieht das aus, wenn man seine Chancen nicht nutzt. Dumme Fehler hinten, vorne, die Gelegenheit nicht nutzen. Bisschen Pech gehört natürlich auch immer dazu, wenn man das Spiel so verliert. Gehört aber zum Game dazu. Hat man einmal und wird man noch öfters haben. Muss man einfach daraus lernen und versuchen, dann in späteren Situationen einen kühleren Kopf zu bewahren. Es steht 2:1. Man braucht 4 Siege aus 7 Spielen, um den Ring in Unlimited zu gewinnen. Ob ich das schaffe dieses Wochenende oder ob ich das dieses Wochenende geschafft habe, das könnt ihr gerne erfahren, indem ihr die weiteren Videos guckt. Die bringe ich lieber, wenn ich sehe, dass die Videos gut ankommen, dass sich die Arbeit lohnt, die ich hier reinstecke. Deswegen lasst die Likes regnen, lasst die Abos da, wenn ihr neu dabei seid. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Game 4. Es geht um den 3. Sieg von 4 in Unlimited, um den Ring für Unlimited und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus.